Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dinosaurier-Quiz hier auf meinem Kanal. Macht mir momentan richtig Spaß, diese Dino-Quizzes. Und ihr habt auch einige eingesendet. Das heutige Quiz ist auch wieder von einem von euch, nämlich von No Drama Lama. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Und was mir schon mega positiv direkt auffällt, ist, dass du Bilder benutzt hast. Das sehe ich hier schon. Ich habe natürlich noch nicht runtergescrollt oder so, um mich zu spoilern. Habe jetzt die Frage hier schon so ein bisschen nebenbei gelesen. Aber wir lesen die gleich nochmal in Ruhe zusammen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und falls ihr auch mal ein Quiz einsenden wollt für mich, dürft ihr das gerne erstellen. Der Link zu der Seite hier, testedich.de, ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann einfach erstellen und mir über Discord zusenden. Und mit etwas Glück beantworte ich dann euer Quiz mal in meinem Video. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr noch einige Quizzes für mich so macht. Macht sie nicht zu schwer. Beim letzten Mal habe ich ja richtig versagt, aber gut, so ist das halt, ne? Also man muss ja auch mal so ein bisschen sich rantasten. War auf jeden Fall trotzdem cool beim letzten Mal. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange, gehen hier an den Start. Schauen erstmal, was du hier geschrieben hast. Du bist ein Dino-Fan, dann ist dieses Quiz genau das Richtige für dich. Das sind wir, also sollten wir das hier hoffentlich beantworten können. Und dann gehen wir direkt zu Frage 1. Das Wort Dinosaurier stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet leiser Jäger, ist falsch. Schreckliche Echse, das ist es, glaube ich. Gefährliches Reptil, nein, schneller Räuber. Schreckliche Echse müsste es, glaube ich, sein. Habe ich schon mal gehört. Macht ja auch Sinn, oder? Obwohl, schreckliche Echse. Das habe ich aber schon mal gehört. Schneller Räuber, leiser Jäger. Nee, das macht keinen Sinn. Schreckliche Echse ist da, glaube ich, die richtige Antwort. Frage Nummer 2. Diesmal muss man gar nicht weiterklicken. Man muss einfach runterscrollen. Finde ich auch cool. Obwohl, ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Ich glaube, es ist besser, wenn man weiterklickt, wenn man dann noch nicht die nächste Frage sieht. Weil so sehe ich jetzt schon die nächste Frage mal. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wofür wurden die ersten gefundenen Dinosaurierknochen fälschlicherweise gehalten? Mammutknochen, Seeschlangenknochen, Walknochen, Drachenknochen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Drachenknochen gehalten wurde. Oder? Ich weiß nicht, ob es den Mythos Drachen schon gab. Damals. Ansonsten könnte ich mir noch... Walknochen könnte ich mir nicht vorstellen. Wobei es kommt darauf an, wo die gefunden wurden, die Knochen, ne? Wenn man ehrlich ist. Seeschlangenknochen, das wäre ja so im Gewässer. Wie werden denn solche Dinosaurierknochen, wie heißt denn das? Wie heißt denn das, wenn die... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? Dass die so haltbar gemacht werden. Das war, glaube ich, sogar beim Wasser, ne? Wenn die so zwischen Schlammschichten und so waren, ne? Ich weiß nur gerade das Wort nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst bestimmt, welches Wort ich meine. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Verrückten waren, die das dann für Drachenknochen gehalten haben. Könnte ich mir sogar vorstellen. So, oh mein Gott, wir haben Drachenknochen gefunden und so. Aber dafür ist halt die Frage, ob es da schon dieses Mythoswesen gab, den Drachen. Ich gehe mal mit Drachenknochen. Das war meine erste Intention. Gehen wir mal damit. Aber sehr, sehr coole Frage. Welcher war der schwerste Dinosaurier? Das ist die dritte Frage. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das Quiz hat. Das kann man leider oben nicht sehen. Der schwerste Dinosaurier, das hatten wir doch schon. Beim letzten Mal. Diplodocus, Giganotosaurus, Argentinosaurus und Brachiosaurus. War das nicht der Argentinosaurus? Ich glaube, das hatten wir beim letzten Quiz. Das war, glaube ich, der Argentinosaurus, Leute. Ich glaube schon. Ich lasse es mal angeklickt. Das war doch irgendwie 90 Tonnen oder sowas oder 100 Tonnen. Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich... Ich glaube, das war der Argentinosaurus. Wenn ja, dann habe ich auf jeden Fall schon mal was dazugelernt aus dem letzten Quiz. Wie lange beherrschen die Dinosaurier alle Kontinente? 450 Millionen Jahre, 40 Millionen Jahre, 200 Millionen Jahre, 140 Millionen Jahre. Puh, alle Kontinente. Ist das hier wichtig, alle Kontinente? Sind die irgendwo zuerst ausgestorben? Also so. Oder waren die... Das könnte natürlich auch sein. Es könnte sein, dass zum Beispiel in Asien erstmal noch keine Dinosaurier waren und die dann erst später dahin gekommen sind. Und erst ab dann sozusagen die Zeit losgeht. Aber das ist für mich auch ehrlich gesagt eine Ratefrage. 40 Millionen, 140, 200 Millionen. Ich gehe mal mit dem Höchsten, auch wenn das irgendwie krass ist. 450 Millionen, ja. Ja. Das ist zu viel, ne? Ich glaube, das ist zu viel, Leute. Wir gehen mal mit 200 Millionen Jahre.
Ist auch geraten. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Was bezeichnen Paläontologen, Paläontologen, so heißen die. Wow. Als Koprolith, das hatten wir schon. Kot von Dinosauriern war es doch, oder nicht? Fußabdruck von Dinosauriern. Nahrungsrest aus dem Magen von Dinosauriern. Nee, das waren, glaube ich, Kot von Dinosauriern. Das hatten wir auch im letzten Quiz. Guck mal, wieder was dazugelernt und direkt hier verwendet, das Wissen. Wie schützt sich der Brachiosaurus vor Feinden? Er sucht Zuflucht in Sumpfgebieten. Er nutzt seinen Schwanz als Peitsche. Er lebt in einer Herde. Wegen seiner Größe wagten keine Fleischfresser, ihn anzugreifen. Ich hätte jetzt sogar, wenn ich ehrlich bin, die untersten drei angekreuzt, weil ich kann mir vorstellen. Ja doch, es gab bestimmt Fleischfresser, die sich wagten, ihn anzugreifen. Also das fällt dann weg. Hier steht ja nicht, dass die meisten, sondern alle sich nicht getraut haben. Aber er lebte, glaube ich, auch in der Herde, oder? Er suchte Zuflucht, das ist Quatsch. Aber er hat auch seinen Schwanz als Waffe benutzt. Ja, vermutlich ist die Antwort richtig. Aber er hat doch auch die Herde benutzt, um sich zu verteidigen. Also ich glaube, hier könnte wirklich beides richtig sein. Aber du willst bestimmt diese Antwort hier haben. Also er hat ja auch mit seinem Schwanz hinzugepeitscht. Ja, also da gehe ich zumindest von aus. Frage Nummer 7. Welche Flügelspannweite hatte der Pterodactylus? Oh, das ist auch hier Pokémon. Wie heißt denn das? Aerodactyl. Da ist das bestimmt abgeleitet, oder? Das klingt voll so. Pterodactylus. Sagt mir tatsächlich jetzt nichts, aber jetzt haben wir zumindest ein Bild. Ist der das denn? Wenn ja, könnten wir das hier mit dem Bild vielleicht ableiten. Flügelspannweite. Entweder ist der ganz klein und einer von diesen beiden, oder der war relativ groß. Pterodactylus. Die ist so absurd, die Antwort mit 60. Könnte mir vorstellen, dass die richtig ist. Oder 25. Ich glaube, ich werde auf groß tippen, dass der relativ groß war. 25. Wie viel werden das dann? 12,5 Meter pro Flügel. 30 Meter. Ich gehe mal mit 25. Ach, Zentimeter. Oh, damn. Okay. Ich war komplett falsch gerade. Ich habe nicht auf die Maßeinheit geachtet. Zentimeter. Also war das auf jeden Fall ein kleiner. Aber war der so richtig klein? Komm, dann gehe ich auf 3 Meter. Ich hätte jetzt echt getippt, dass es so ein richtiges Riesending war. Aber er scheint mega winzig zu sein, wenn das hier Zentimeter ist. Gut, dass ich es noch gesehen habe. Obwohl, nachher ist das hier richtig und ich ärgere mich. Das wäre ganz schön ärgerlich. So. Nummer Frage 8. Wieso schluckte der Mosasaurus seine Beute im Ganzen? Ah, den Mosa kennen wir natürlich auch. Auch wieder ein wunderschönes Bild eingefügt. Diese Bilder sind echt toll, also die helfen auch. Seine Zähne waren zu stumpf. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Warum sollte er sonst Zähne haben? Hat er nicht voll das spitze Gebiss? Zumindest hier in Jurassic World und sowas. Ich glaube, der hat ziemlich spitze Zähne. Aber da wurde ja sowieso sehr, sehr viel verfälscht bei den Jurassic Park und World Dinosauriern. Er konnte trotz spitzer Zähne nicht kauen. Er ernährte sich nur von kleinen Fischen, bei denen kein Kauen nötig war. Ein Schluckreflex hätte jegliches Kauen verhindert. What? Ne, das ist Schwachsinn. Ich glaube, also entweder hat er sich nur von kleinen Fischen ernährt, aber das glaube ich gar nicht. Er konnte wahrscheinlich nicht kauen, gehe ich mal von aus. Er konnte wahrscheinlich nur so packen und schnappen mit seinen Zähnen, aber jetzt nicht wirklich kauen, weil er keine Backenzähne hat. Er hat wahrscheinlich nur Schneidezähne, die zum Greifen und Packen gut sind, aber halt keine Backenzähne zum Kauen halt. Da gehe ich mal von aus. Frage Nummer 9. Welcher Dinosaurier ist für seine Schwanzkeule bekannt? Ankylosaurus natürlich. Hyangosaurus ist es. Warte mal, der Hyango? Nee, ist ja eine Keule. Der Hyango hat, glaube ich, Stacheln hinten. Der Troodon ist ja der kleine, giftige. Oder zumindest wird er meist giftig dargestellt. Ich weiß gar nicht, wie es in echt war. Wird, glaube ich, mit Doppel-O geschrieben, der Troodon hier. Fehler enttarnt. Utahraptor natürlich auch nicht. Das ist ja der kleine vogelartige Raptor. So, Frage 10. Oh, das ist die letzte Frage. Sehr gut. Was ist das Besondere am Archaeopteryx? Zu dem kommen echt häufig Fragen, ne? Vielleicht sollte ich mir da mal eine Doku oder so anschauen, dass ich darüber was weiß. Er gehörte zu den Brachiopoda. Das glaube ich nicht. Das Brachiopoda klingt so, als wenn er hier einer von den Langhelden wäre.
Er war ein Brückentier. Was ist ein Brückentier? Was ist ein Brückentier? Brücken. Überbrückt er irgendwas? Überbrückt er den Winter? Oder sowas? Heißt das Brückentier? Er lebt heute noch? Nee, Schwachsinn. Er konnte überraschend gut tauchen. Archaeopteryx. Ich tippe zwischen diesen beiden hier. Er war ein Brückentier oder er konnte überraschend gut tauchen. Ich gehe mal mit Brückentier. Ich weiß zwar nicht genau, was es bedeutet, aber ich weiß nicht, ob der gut tauchen konnte. Ist das denn ein Bild von dem? Keine Ahnung. Wir gehen zur Auswertung. Ich bin wieder sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt mitgeraten und gezählt, weil jetzt schreibt mal euer Ergebnis oder gleich schreibt mal euer Ergebnis in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig hattet. Weil würde mich mal interessieren, ob ihr besser wart als ich oder schlechter oder genauso gut. Und wir werten das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt hier nicht schlecht, das ist doch schon mal gut. Du hast dich gut geschlagen, aber es geht noch besser. Wenn du Lust hast, informiere dich doch einfach noch ein bisschen über Dinos und mach das Quiz dann noch einmal. Nee, nochmal machen wir es nicht, weil das wäre zu einfach. Wir haben 6 von 10 richtig, also gar nicht so schlecht. 2 Surfer haben es gemacht und 8 richtige Antworten gegeben. Bei euren Quizzen bin ich irgendwie immer schlechter als der Durchschnitt, warum auch immer. Frage 1 haben wir richtig. Schreckliche Hexe heißt das Ganze natürlich. Habe ich mich nicht geirrt. Und kommen wir direkt zu Frage 2. Und da, auch da bin ich richtig mit meiner Intuition gewesen. Drachenknochen. Konnte ich mir schon vorstellen. Die haben ja früher auch an Hexen und sowas geglaubt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die an Drachen geglaubt haben und dann, oh, wir haben Drachenknochen gefunden, es gibt Drachen, mega Angst und sowas. Auch das haben wir richtig gemacht, sehr schön. Welcher war der schwerste Dinosaurier? Leider hast du nicht die richtige Antwort gegeben. Dies wäre die richtige Antwort gewesen. Warte mal. War das nicht? Nein, das ist ein anderer. Doch, das ist der. Das Bild habe ich im letzten Quiz gezeigt, Leute. Habe ich nicht... Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt mal... Ich habe doch beim letzten Mal Brachiosaurus, glaube ich, geantwortet. Und das war falsch, weil der Argentinosaurus schwerer ist. Und jetzt habe ich Argentinosaurus geantwortet. Und jetzt ist der Brachio schwerer. Also entweder bin ich jetzt komplett verwirrt. Oder hier ist irgendein Fehler passiert bei einem der beiden Quizersteller. Ihr könnt ja mal die richtige Antwort in die Kommentare schreiben, ob es jetzt der Brachio oder der Argentino ist. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Das war doch genau das Bild, was ich gezeigt habe in dem Video, oder nicht? Egal, schreibt es mal in die Kommentare, welcher denn jetzt letztendlich schwerer war von den beiden. Frage 4. Wie lange beherrschen die Dinosaurier alle Kontinente? War eine Ratefrage, 140 Millionen Jahre wäre richtig gewesen. Ja gut, wusste ich nicht. Frage 5 haben wir richtig, war ja auch aus dem letzten Quiz, dass es Code von Dinosauriern heißt, Coprolit. Und das werde ich mir hoffentlich merken. Habe ich mir auf jeden Fall schon mal für dieses Quiz gemerkt. Beim nächsten Mal weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, wie das heißt. Wie schützen sich der Brachiosaurus vor Feinden? Haben wir leider falsch. Er lebt in einer Herde. Ja, aber hat er nicht beides gemacht? Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich beides angekreuzt hätte. Hat er nicht seinen Schwanz als Peitsche benutzt? Also damit ausgeschlagen? Das wundert mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben. Bin ich mir wirklich unsicher. Welche Flügelspannweite hatte der Pterodactylus? Ja, hätte ich nur raten können. Ich kannte ihn nicht. 60 cm wäre die richtige Antwort gewesen. Okay. Nicht schlecht. Was habe ich denn nochmal getippt? Ich glaube 3 Meter. Jo, 3 Meter habe ich, glaube ich, getippt. Also war ein sehr, sehr kleiner Dinosaurier anscheinend. So, den Mosa hatten wir richtig. Er konnte nämlich nicht kauen. Er hat nämlich wahrscheinlich keine Backenzähne und nur Schneidezähne, mit denen er packen konnte. Und die nächste Frage haben wir auch richtig. Natürlich der Ankylosaurus, das war ja locker easy. Und was ist das Besondere am Archaeopteryx? Er war ein Brückentier. Habe ich auch richtig mit meiner Intuition. Wir können ja nochmal eben einmal googeln, was ein Brückentier bedeutet. Brückentier. Alle. Man unterscheidet zwischen Fossilien, also bereits ausgestorbenen Brückenformen, zum Beispiel den Archaeopteryx. Ja, super. Aber da sind wir schon mal im richtigen Dings. Was heißt denn jetzt Brückentier?
Der Archaeopteryx gilt aufgrund seiner Merkmale zweier Tierklassen als Brückentier zwischen Reptilien und Vögeln. Ah, okay, sehr, sehr interessant. Merkmale der zeitlich älteren Form der Reptilien sind unter anderem die Zähne, eine lange Schwanzwirbelsäule und ein unverschmolzener Mittelhandknochen. Zu den typischen Vogelmerkmalen gehört das Federkleid, die nach hinten gerichteten Zehe, Greiffuß sowie die verwachsenen Schlüsselbeine. Ah, okay, ein so Brückentier ist also zwischen zwei verschiedenen, nennt man das Tier, Artenform, also zwischen Reptil und Vogel in dem Fall. Sehr, sehr interessant. Wieder was dazugelernt. Haben wir zum Glück richtig beantwortet. Und ich muss sagen, das Quiz hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es toll, dass du Drama Llama warst du, glaube ich, ne? Der das Quiz erstellt hat. Steht das denn noch irgendwo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Drama Llama war. Ach, No Drama Llama, genau, hier steht's. No Drama Llama war es. Vielen, vielen Dank. Ich finde es toll, dass du Bilder eingebaut hast. Das hat echt geholfen. Die Fragen waren super. Ich bin halt jetzt nur bei zwei Fragen so ein bisschen unschlüssig, aber das werden sicherlich die Leute in den Kommentaren beantworten. Und falls ihr auch mal ein Quiz für mich erstellen wollt, das Ganze ist unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr mir das einfach im Discord schicken, den Link, wenn ihr ein Quiz erstellt habt. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.